Antilopen, Impalas, Gazellen und Gnus gehören zu den meistgejagten Tieren im Busch. Wildhunde, Löwen, Geparden und Hyänen haben es auf sie abgesehen. Hast du schon einmal gesehen, wie ein Kudu von einem Wildhund zerfetzt wurde? Wie wäre es, wenn eine Gepardenmutter ihren Jungen anhand einer lebenden Gazelle beibringt, wie man jagt? Wenn du sehen willst, wie Raubtiere gerne jagen, dann sieh dir die 14 besten Jagdmomente an, in denen Raubtiere kein Erbarmen mit Antilopen und ihren Freunden hatten. Nummer 14. Gepardenjagd. Für diese jungen Gepardenjungen ist das Beobachten ihrer Mutter der beste Weg, um zu lernen, wie man jagt. Ein Signal von ihr sagt ihnen, dass sie in den nächsten kritischen Sekunden stillhalten soll. Das Warten hat ein Ende und sie sind begierig darauf, näher an das Geschehen heranzukommen. Das haben sie noch nie gesehen und ihr Gemurmel verrät, dass sie ängstlich sind. Der Schafbock ist fast doppelt so schwer wie sie, seine scharfen Hörner sind eine tödliche Waffe und die Plätze in der ersten Reihe sind für die Jungen viel zu nah. Sie muss ihren kleinen Kiefer um seine Kehle schnallen, bis er erstickt. Es scheint eine Tötung aus dem Lehrbuch zu sein. Nur dass am Boden nicht immer tot bedeutet, denn die Beute steht auf und entkommt. Eine fünfköpfige Gepardenkoalition jagt einen Topi auf offenem Feld und kann das Tier mit ihrer Schnelligkeit und vereinten Kräften leicht zur Strecke bringen. Man kann sie dabei beobachten, wie sie die Früchte ihrer gemeinsamen Jagd ernten, wenn sie den toten Tapi ausgraben. Ein einsamer Gepard hat vor vielen Zuschauern eine Gazelle erlegt. Der Gepard schaut sich erschöpft um und fragt sich, was der ganze Trubel soll. Die arme Katze kann nicht einmal in Ruhe jagen. Die kleine Gazelle ist kein guter Fang, aber sie reicht für den Moment, bis der Gepard später wieder auf die Jagd geht. Die offenen Grasland- und Wüstengebiete machen die Hälfte des Landes auf unserem Planeten aus. In diesen exponierten Lebensräumen können Raubtiere wie Geparden, Weißkopfseeadler und Löwen ihre Beute normalerweise sehen. Aber das gilt auch umgekehrt. Ihre Beute kann auch sie sehen. Mit nichts als offenen Blicken ist das Überraschungsmoment schwer zu gewinnen. Und die Raubtiere müssen ihre eigenen Chancen erarbeiten. Ein Gepard kann sich auf bis zu 100 bis 300 Metern seine Beute heranpirschen, bevor er angreift. Sie können erfolgreich jagen, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nur 46 km/h laufen. Die Jagd dauert in der Regel weniger als eine Minute. Wenn der Gepard seine Beute nicht schnell genug erlegen kann, gibt er auf. Geparden haben eine durchschnittliche Erfolgsquote von 40-50% bei der Jagd. Sobald die Beute tot ist, muss der Gepard sehr schnell mit dem Fressen beginnen, denn die anderen Raubtiere in der Umgebung werden bald kommen und den Geparden verjagen. Geparden kehren nie zu einer erlegten Beute zurück und fressen nur frisches Fleisch. Sie gehen auch nie auf Nahrungssuche. Wenn sie also ihre eigene Beute nicht fangen und töten können, weil sie krank oder verletzt sind, verhungern sie. Außerdem beziehen sie den größten Teil ihrer Feuchtigkeit aus ihren Beutetieren. Nummer 13. Pavianjagdantilope. Dieser Pavian verschlingt diese Babygazelle, als hätte er gerade Rippchen und Pommes bestellt. Währenddessen steht sein Freund einfach da und wartet auf ein Stück vom Kuchen. Dieses Mal fängt ein Pavian ein Rehkitz und beißt ihm sogar etwas Fleisch vom Rücken ab. Die Mutter des Kitzes greift den Pavian an, der die Mutter abwehrt, indem er seinen Arm ausstreckt und seine Hand in ihr Gesicht hält. Leider ist die Mutter machtlos, ihr Kind aus den Klauen des Pavians zu retten. Es sieht so aus, als ob es für diesen Pavian überall gut ist, ein Tier lebendig zu essen. Der Primat reißt diesem Impala direkt am Straßenrand das Fleisch aus dem Körper. Hier ist ein Pavian, der Glück hatte und ein Rehkitz frisst. Das Kitz ist bereits tot und der Pavian reißt ihm das Fleisch aus dem Körper, um es zu essen, während die Mutter des Kitzes hilflos zusieht. Paviane ernähren sich die meiste Zeit des Jahres vegetarisch, aber das hält sie nicht davon ab, Impalas zu jagen und die Beute unter sich aufzuteilen, so wie es diese beiden ausgehungerten Paviane tun. Nummer 12. Wölfe töten Antilope. Diese Wölfe haben eine Antilope am Straßenrand erlegt und einer der Wölfe trägt das tote Tier über die Straße zurück in den Wald, zusammen mit ein paar seiner Freunde, damit sie alle eine herzhafte Mahlzeit genießen können. In diesem Video kannst du sehen, wie ein sechsköpfiges Wolfsrudel ein Warzenschweinrind tötet und verschlingt. Und das alles im perfekten Bild der Twell-Kamera. Das ist wirklich eine einmalige Aufnahme mit der Twell-Kamera. Nummer 11. Leopardenjagd. Eine Leopardenmutter hat ein Nyala-Baby gefangen und festgehalten, bis ihr jüngeres Jungtier kommen und die Jagd beenden konnte. So bringen Großkatzen ihren Jungen das Jagen bei. Dieser Leopard erlegt ein großes Impala und nach all der harten Arbeit sieht er, wie zwei männliche Löwen seine Beute stehlen. Wildtierfreunde verbrachten den Morgen mit ihrem Lieblingsleopardenweibchen und ihrem 8 Monate alten Jungtier. Sie hatten einen Impala wieder in der Vegetation am Boden versteckt. Die Rufe der Tüpfelhyänen hallten in der frühen Morgenluft den Sand River hinunter.
Das erregte ihre Aufmerksamkeit und sie beschloss, den Kadaver in Sicherheit zu bringen, nur wenige Meter von ihrem offenen Land Rover entfernt. Die Junges leistete keine große Hilfe dabei. Er betrachtete es als Spiel und übte seine Jagdfähigkeiten beim Angriff auf die Mahlzeit auf Rädern. Nummer 10. Hyänen fressen Antilopen. Unser Forscherbild zeigt genau, wozu Hyänen fähig sind, wenn sie auf der Jagd sind. Was diese Hyänen in ihrem Maul hält, ist das, was von einer kürzlichen Jagd übrig geblieben ist. Wie kann man ein Tier so abschlachten? Ein paar Hyänen erlegen ein Topi, während ein Safari-Fahrzeug sie umkreist. Der Topi versucht zu fliehen, aber die drei Hyänen beißen das Tier unerbittlich, bis seine Eingeweide herausgerissen sind. Ein Impala rennt ins Wasser, in der Hoffnung, zwei hungrigen Hyänen zu entkommen. Aber die Aasfresser sind schlau und erwischen das Impala auf der anderen Seite des Wasserlochs, wo sie es in Sekundenschnelle zerfleischen. Wildlife-Enthusiasten trafen an einem Damm auf Wildhunde, die bemerkten, dass ein totes Impala im Wasser lag. Die Wildhunde verließen daraufhin den Damm für über eine Stunde, bevor sie zurückkehrten. Als sie zurückkehrten, kamen ein paar Hyänen und ein Kampf um den Impala-Kadaver entbrannte, den die Hyänen schließlich gewannen. Als ein Gnu, dem ein Teil seiner Eingeweide aus dem Körper sickerte, versucht, dem Zorn einer einzelnen Hyäne zu entkommen, bricht es direkt vor einem Safari-Fahrzeug zu Boden. Die Hyäne gräbt sich ein und holt noch mehr vom Mageninhalt des Gnus heraus. Aber das Tier ist noch am Leben. Nummer 9. Löwen auf der Jagd. Eine Löwin, die geduldig im Busch wartete, lauerte einem Gnu auf und schaffte es am Hals zu packen. Im Video kannst du sehen, wie die Löwin versucht, das Gnu zu ersticken, was ihr schließlich auch gelingt. Während einer Safari in den Ngamu Plains in Wange, Simbabwe, verfolgten Wildtierfreunde über eine Stunde lang vier wunderschöne Löwinnen. Die Leitlöwin terrorisierte die Gnus, wenn sie an ihr vorbeikam, und schien jederzeit zum Angriff überzugehen. Aber die Gnus waren nicht so schlau und liefen vor ihr her, als würden sie zur Miss America-Wahl antreten. Die Schaulustigen waren sich sicher, dass sie sich auf das hinkende Gnu stürzen würde. Also begannen sie, das verwundete Gnu in der oberen linken Ecke des Bildschirms aufzunehmen. Aber die Löwin schlug stattdessen ein gesundes und fähiges Gnu und erlegte es. Antilopen haben viel mehr zu tun, als sich gegenseitig um Territorium und Weibchen zu bekämpfen. Als der Löwe auf sie zustürmt, sind die beiden Antilopen so sehr mit dem Kampf beschäftigt, dass sie keine Zeit haben zu reagieren. Und eines der Tiere wird von dem Löwen getötet. Der einsame Löwe, der auf einem Auge blind ist, war in der Lage, die große Elenantilope ganz allein zu erlegen. Die Raubkatze brachte ihr Opfer zu Fall und griff ihm sofort an den Hals, um es zu töten. Eine Koalition von vier Löwenbrüdern am südlichen Rand der Kalahari verbringt den Tag auf der Jagd nach ihrer nächsten Mahlzeit. Und bei Einbruch der Dunkelheit gelingt es ihnen, ein Elen zu fangen. Nummer 8. Bär tötet Karibu. Ein Grizzlybär wird dabei beobachtet, wie er einer Karibu-Herde hinterherläuft. Der Bär hat es auf das schwächste Glied der Herde abgesehen, ein junges Kalb. Und sobald er seine großen Pfoten auf dem Jungtier hat, ist alles vorbei. Dieser Bär bemerkt ein Karibu in einiger Entfernung und beginnt in diese Richtung zu laufen. Du kannst sehen, wie der Bär über das offene Feld rennt, ins Wasser springt und in die Richtung des Karibu schwimmt. Währenddessen versucht das Karibu, so schnell wie möglich aus dem Wasser zu kommen. Aber der Bär holt es in Windeseile ein. Es ist unglaublich, wie viel Terrain der Bär in so kurzer Zeit zurücklegen kann. Und das Karibu offensichtlich einholt. Auf der anderen Seite angekommen, springt der Bär zurück ins Wasser und schwimmt dem Karibu hinterher, das die Richtung geändert hat und in die andere Richtung schwimmt. Der Bär gewinnt an Boden gegenüber dem Tier im Wasser und es sieht nicht gut für das fliehende Karibu aus. Der Bär ist entschlossen und wird seine Beute einholen. Und das tut er auch. Der Bär stürzt sich auf das Karibu und setzt seine riesigen Eckzähne sowie seine kräftigen Krallen ein und es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Karibu erliegt. Es ist seiner Zeit fürs Mittagessen und ich kann nicht behaupten, dass der Bär nicht hart für seine Mahlzeit gearbeitet hat. Denn das hat er. Selbst nach all dem Laufen kann der Bär seine große Beute über das Feld schleppen. Was für eine unglaubliche Kraft und Ausdauer dieser Bär an den Tag legt. Ein riesiger Grizzlybär hat so viele Karibus zur Wahl, dass er gar nicht weiß, für welches er sich entscheiden soll. Die Karibus warten aber nicht darauf, gefressen zu werden, also rennen sie weg und der Bär muss sich die Vögel ansehen. Nummer 7. Schakal jagt Impala. In der Masai Mara in Kenia töten zwei Schakale einen Impala. Sie brauchten drei Versuche und mehr als 10 Minuten, aber es gelang ihnen und die Familie schloss sich später der Party an. Für Schakale ist es nie leicht, einen Impala zu erlegen. Normalerweise kommen sie erst nach der Tat und nehmen sich die Reste, die noch übrig sind. Dieser kleine Schakal beißt sich an dem Impala fest und das blutverschmierte Impala tut nicht viel, um sich zu verteidigen. Ich habe gesehen, dass Impalas gegenüber Geparden und Leoparden aggressiver sind, aber scheint, dass sie gegen diese kleinen Schakale hilflos sind. Eines muss ich den Schakalen lassen. Sie geben nie auf und bedrängen ihre Beute oder ihren Gegner ständig. Es scheint, dass alle Aasfresser diese Charaktereigenschaft haben. Dieses Video ist dem vorherigen sehr ähnlich, aber das Ergebnis ist anders. Auch wenn diese beiden Schakale aussehen, als wären sie auf dem Weg zu einer saftigen Mahlzeit, ist das nicht der Fall. Du kannst sehen, dass das Impala noch am Leben ist, als es mitten in der Nacht alleine herumläuft.
Das Impala war verletzt und hatte Räude an den Seiten, sodass es irgendwann daran zugrunde gehen könnte, aber die Schakale haben es nicht erwischt. Nummer 6. Krokodilangriff. Ein junges Oryx wird an der Schnauze gepackt, als ein Krokodil es in einem kleinen Wasserloch überrascht. Selbst wenn es dem Oryx gelingt, sich aus dem Griff zu befreien, hat es vielleicht keine Nase mehr zum Atmen. Dieser Samba-Hirsch ging in den falschen Fluss und wurde von einer Bande von Raubkrokodilen überfallen. Wie passend! Du kannst sehen, wie die Krokodile Teile des Tieres verschlingen, während es noch lebendig neben ihnen im Wasser schwimmt. Dieser junge Kudu schwimmt in gefährlichen Gewässern, wie er bald feststellen wird, als er von einem Krokodil unter Wasser gezogen wird. Er wird nie wieder das Licht der Welt erblicken. Dieser Kudu hat unglaubliche Hörner, aber er ist in Schwierigkeiten, weil sich ein großes Krokodil an ihn klammert. Da sich alles unter Wasser abspielt, ist es schwer zu erkennen, was vor sich geht. Aber ich bin mir sicher, dass der Kudu sein tägliches Bad dieses Mal nicht mit Vergnügen nimmt. Nummer 5. Dholejagd. Die Natur kann manchmal grausam sein, wie dieser junge Nilgai-Bulle feststellen musste. Ein Rudel Dhole schaffte es, das Jungtier von seiner Mutter zu trennen, und dann hatte es keine Chance mehr gegen diese gut geölte Tötungsmaschine. Die Dholes machten Hackfleisch aus dem armen Opfer. Wildlife-Enthusiasten schossen einige Vögel und hatten nur noch eine Stunde Zeit, bevor ihre Safari endete. Ihr Fahrer sagte ihnen, dass es an der Zeit sei, zurückzufahren. In diesem Moment kam ein Jeep mit Touristen an Bord und teilte ihnen mit, dass sie Dholes gesichtet hätten. Sie eilten schnell zu der Stelle, und als sie dort ankamen, sahen sie etwas Seltsames. Ein Samba-Hirsch war zum Wasserloch gekommen und ein Rudel von 6 Dholes hatte den armen Kerl gefangen. Der Samba-Hirsch schrie um Hilfe. Immer wieder sah er die Schaulustigen und stieß einen lauten Schrei aus. Es entwickelte sich ein einstündiges Drama, bei dem die Hunde abwechselnd den Hirsch angriffen, bis er müde war und sich nicht mehr wehren konnte. Die Hunde deckten das gesamte Gebiet ab und aßen zu viert an jeder Ecke, damit der Hirsch nicht entkommen konnte. Schließlich erlag der Samba-Hirsch, nachdem sie ihn erbarmungslos aufgefressen hatten, bei lebendigem Leib. Dholes sind nicht anders als afrikanische Wildhunde. Sie gehen strategisch vor, jagen ihre Beute und fressen sie bei lebendigem Leib auf, so wie in diesem Video. In diesem Video sehen wir, wie einige Dholes einen Chital-Hirsch jagen und zur Strecke bringen. 2 Dholes scheinen den Hirsch zu kontrollieren, als der dritte Dhole hinzukommt. Ein einzelner Dhole zieht auf einen Chital-Hirsch und geht ihm sofort an die Gurgel, um seine Beute zu töten. Nach der Tötung kommen noch ein paar Hunde zum Fressen. Nummer 4. Tiger greift Samba-Hirsch an. Hirsche arbeiten in Gruppen zusammen und warnen sich gegenseitig, wenn Gefahr am Horizont lauert. Sobald ein Tiger jedoch einen Hirsch, vor allem einen Jungen, isoliert, ist es an der Zeit, ein paar Mal das Vaterunser zu sagen. Das arme Reh versucht alles, um dem tödlichen Tiger zu entkommen. Aber der Tiger beißt mit seinen großen Kiefern in die Beine des Rehs und lässt nicht mehr los. Der Hirsch ist zäh, denn der Tiger ist eine Bestie und es fällt ihm schwer, die Situation zu kontrollieren, bis er auf den Rücken des Hirsches springt und ihn tötet. Der Tiger hat einen Samba-Hirsch erlegt und versucht, den Hintern des Hirsches zu öffnen, so wie es Hyänen und Wildhunde tun. Aber als der Hirsch aufsteht und versucht wegzulaufen, packt ihn der Tiger und greift ihn auf die altmodische Art an, wobei er ihn zu Tode wirkt. Nummer 3. Python jagt Hirsche. Wenn ihre Beute einmal gefangen ist, kann sich eine Schlange beim Fressen Zeit lassen. Dieser riesige indische Felsenpython verschlingt gerade ein Reh. Der Python tötet seine Beute, indem er sie mit seinen Schlingen umschlingt und zusammenpresst, bis er nicht mehr atmen kann. Aber er lässt sich Zeit, seine Mahlzeit zu verzehren. Das Reh wird mit dem Kopf vorangefressen und wenn es angeschwollen ist, kannst du sehen, wie groß die Schlange wird. An diesem Punkt ist sie anfällig für Angriffe von Raubtieren. Eine Gruppe von Jägern wird Zeuge eines ungewöhnlichen Anblicks, als sie auf einen Python stoßen, der einen Blessbock verschlingt. Sie kommen gerade an, als die Schlange den Kopf des Blessbocks verschlingen will. Und der Python verschlingt den gesamten Blessbock in weniger als 5 Stunden. Am nächsten Tag war er immer noch da, ungestört, mit einer riesigen Figur im Magen. Das Video wurde um das 8-fache beschleunigt, um zu zeigen, wie der Python den Blessbock verschluckt und wie stark und kraftvoll die Schlange die Eingeweide des Blessbocks auseinanderdrückt, damit sie in ihr Maul passen. Das sind extrem seltene Aufnahmen, aber diese Jäger hatten das Glück, sie zu sehen. Als ein Mann zu seinem Lager zurückkehrte, bemerkte er ein Rascheln in seiner Nähe. Als er seinen Kopf drehte, sah er einen riesigen Python, der sich zu einem Ball zusammengerollt hatte. Als er genauer hinsah, sah er, dass sie sich auf etwas Großem zusammengerollt hatte. Da erkannte er, dass die Python ein Reh tötete. Das muss ein schockierendes Erlebnis für ihn gewesen sein. Nummer 2. Komodo gegen Hirsche. Wie viel Fleisch müssen diese Drachen noch aus diesem Reh herausreißen, bevor es stirbt? Das arme Tier muss unerträgliche Schmerzen haben, während es so viel mampft und reißt. Dieses Reh dachte, es könnte den hungrigen Komodos entkommen, indem es im Wasser bleibt. Aber die Komodos zeigten erstaunliche Schwimmfähigkeiten, als sie ins Wasser gingen, um das Reh herauszuziehen, damit sie es fressen konnten. Ein trächtiges Reh wird von einem ausgehungerten Komodo-Varan angegriffen und zerkaut. Das Reh kann nichts anderes tun, als zu warten, bis es stirbt. Nummer 1. Wildhunde auf der Jagd.
Die Hunde in diesem Video sind auf der Jagd nach größerer Beute. Größere Beute ist jedoch mit einem größeren Risiko verbunden. Für die Hunde ist es ein riskantes Unterfangen, ein ausgewachsenes Gnu zu jagen. Hufe und Hörner können die Raubtiere aufschlitzen und zerfleischen. Ausgewachsene Gnus sind vielleicht zu viel für diese junge Gruppe. Aber die Gnus versuchen, ihre Kälber zu schützen und sie hinter einer Phalanx in Sicherheit zu bringen. Nach einem letzten Angriff des Rudels verliert die Herde die Nerven. Ein Kalb kann nicht mehr mithalten und sein Leben ist in weniger als einer Minute vorbei. Die Größe und Stärke des Rudels hat ihren Höhepunkt erreicht. Diese Familie von Wildhunden wird diesen Wald für den Rest des Sommers beherrschen. Nachdem eine Gazelle von einem Rudel hungriger Wildhunde ins Wasser gejagt wurde, schwimmt die Gazelle schließlich ans Ufer, um sich auszuruhen. Aber die gefräßigen Hunde warten schon und lassen sich ihre Chance auf ein gesundes und nahrhaftes Frühstück nicht entgehen. Das Rudel schafft es, das Impala an den Rande des Wassers zu zehren und beginnt es zu zerfleischen, bevor es getötet wird. Als dieses arme Impala im Wald spazieren ging, wurde es von einem Rudel Wildhunde überfallen. Und du kannst sehen, wie schnell die Raubtiere ihr Opfer ausweiden und fressen. Ein Kudu wird von einem kleinen Rudel Wildhunde angegriffen. Während die Hunde am Hinterteil des Kudus zehren, warten die anderen hinter dem Busch. Schließlich zerren ein paar Hunde das Kudu, damit alle es fressen können. Ein Rudel von etwa 25 Wildhunden jagt erfolgreich einen weiblichen Wasserbock. Der weibliche Wasserbock schaffte es, den Wildhunden zu entkommen, indem er sich hinter einem Busch versteckte, bis sie das Interesse an ihm verloren und sich auf die Suche nach leichterem Futter machten. In beiden Fällen stürzte der Wasserbock zum Jonesdamm hinunter, wahrscheinlich auf der Suche nach Wasser zum Trinken. Das zweite Opfer unternahm den gleichen Versuch, hatte aber weniger Glück. Wie im Krüger Nationalpark üblich, wurden sowohl sie als auch ihr ungeborenes Kalb innerhalb von Sekunden gefangen und verspeist. Ich muss zugeben, dass es kein Spaß sein kann, eine Antilope oder ein anderes Beutetier im Busch zu sein. Diese armen Tiere werden ständig gejagt und müssen immer auf der Hut sein. Welches war dein Lieblingstier? Lass es uns doch in den Kommentaren unten wissen. Das war unser Blick auf die 14 besten Jagdmomente, in denen Raubtiere kein Erbarmen mit Antilopen und ihren Freunden hatten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klick auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.